Das wollte ich als Kind werden. Ich wollte schon als Kind, eigentlich schon seit ich schreiben kann, wollte ich irgendwas mit Schreiben machen. Also das Erste, was ich in so Freundebüchern so geschrieben habe, war Autorin. Heute sage ich Schriftstellerin, Schrägstrich Journalistin, in wechselnder Reihenfolge. Aber im Grunde hat sich da nicht viel geändert. Der beste Rat meiner Mutter. Meine Mutter hat mir immer die Lebensphilosophie mitgegeben, dass man mit seinem Leben die Welt ein bisschen besser hinterlassen sollte, als man sie vorgefunden hat. Und das ist ja auch ein Pfadfindermotto, wo ich mich später dann auch viel engagiert habe. Und das ist, würde ich sagen, so einer der Sätze, die mein Leben leiten. Ich habe unterschätzte Talente als? Ich glaube, ich würde eine gute Programmiererin abgeben. Ich habe da mal ein bisschen reingeschnuppert und festgestellt, dass das irgendwie auf eine sehr nerdige Weise Spaß macht und ich so eine richtige Freude empfinde beim Anblick einer sauberen, ordentlichen, voll ausgefüllten Tabelle. Meine heimliche Schwäche. Meine heimliche Schwäche sind Kinderbücher und Serien. Also ich schaue die immer noch gerne, so die Helden meiner Kindheit, oder lese. Und finde das fast genauso gut wie wichtige Weltliteratur zu lesen. Mein Vorbild. Ich habe viele Vorbilder, so in unterschiedlichen Bereichen. Also es gibt jetzt niemanden, von dem ich sagen würde, das ist in allen Bereichen mein Vorbild. Aber im Bereich Journalismus wäre da zum Beispiel Jana Merkel, bei der ich mal ein ganz tolles Seminar gemacht habe. Oder Maltin Nguyen Kim, bei der ich einfach toll finde, wie sie Themen kommuniziert. Beim Schreiben wäre es auf jeden Fall J.K. Rowling ganz vorne und Chimamanda Ngozi Adichie. Und bei den meisten Dingen in meinem Privatleben ist es meine Mutter. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. Ich denke, ich würde das Pfadfindermotto allzeit bereit nehmen oder be prepared, weil es bedeutet, irgendwie auf alles vorbereitet zu sein und mit jeder Situation umgehen zu können. Und ich denke, das ist etwas, wo auch eine besondere Stärke von mir liegt. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Am Tag meiner Beerdigung würde ich ungern in den Nachrichten hören, dass die Klimaerwärmung inzwischen die 2 Grad überschritten hat.